Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, ja, mit meinem neuen 6 Millionen RTG-Team. Also, das ist schon ein krasses Team, dafür, dass ich eigentlich auch kein, ja, konstanter Elite-Spieler bin. Ich zeige euch das direkt, wer ist es geworden? Ja, ihr wollt es so mit, glaube ich, 40% der Stimmen. Hat Sokrates einen großen Abstand vor, glaube ich, Stoikov auf Platz 2, dann kam Butrageno und dann kam Baggio, ja. Also 40% der Leute wollten ihn sehen und ich habe ihn mir für 1,276 Millionen gesnackt. Also ich habe wirklich meinen Verein nochmal halbwegs entleert und könnt ihr mal gucken. Ich bin ja erstmal dann meine Silberspieler durchgegangen und hab dann später auch noch meine Bronzespieler, also ich habe alles mögliche verkauft. Van Dijk seht ihr auch hier im Hintergrund. Alles, was so für Münzen geht. Weil ich dachte, komm, 40% ist schon viel. Wäre es nur ein kleiner Prozentsatz gewesen vor Stoikov, hätte ich vielleicht sogar Stoikov genommen. Aber weil ich dachte, komm, weil so viel das sehen wollen, habe ich hier, wie gesagt, ein paar Sachen nochmal verkauft. Auch ein paar von meinen Investitionen, was ich eigentlich immer sehr, sehr ungern mache. Also ihr könnt auch zum Beispiel eure Russen mal durchschauen, die sind auch viel wert. Aber wie ihr seht, hier nochmal 32 Verkäufe und das sind, ja, zum Beispiel ein Batshuayi, ein Iniesta, die ich jetzt für plus minus 0 oder 1, 2000 Profit verkauft habe. Hier Bonucci habe ich gleich für 16,5 gekauft, das sind immerhin 2k Profit. Skinner, Rufier, noch ein paar 83 und 84 ein bisschen gestiegen sind und dann habe ich noch ein paar Russen weggehauen, ist auch gut. Und ihr seht, ich habe noch 17.000 Münzen, also es hat schon viel gekostet. Aber jetzt haben wir das Team fertig und ihr fragt euch bestimmt, wie stehe ich momentan? Ich stehe ja 7-1, ist okay, aber ich hätte eigentlich 8-0 stehen müssen. Ich zeige euch jetzt im Hintergrund, wie ich das Spiel verloren habe und das, ja, muss ich wieder EA bemängeln. Die haben nichts gepatcht, der Patch hat gar nichts geholfen. Manuelles Tacking, Ball bounce immer noch hin und her und auch immer öfters zum Gegner. CPU-Verteilung ist genau das same. Digga, ich spiele Spiele, wo der Gegner mit 11 Mann hinten steht und nur L2-Steps macht. Die ganze Zeit L2-Steps macht. Digga, und er muss nichts machen. Der Computer presst mich hier auseinander. Hat also gar nichts. Und dann, wenn ich schießen möchte, Digga, 2, 3 Leute springen immer in den Schuss rein. Also die 3 Punkte, die eigentlich am wichtigsten waren, haben die nicht gepatcht, Alter. Das ist mal für mich genauso wie vorher. Und was vielleicht gepatcht wurde, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil ich momentan nicht mit Team Pressing spiele. Vielleicht das die Ausdauer von den ganzen Spielern, wie schneller runtergeht, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Bei mir ist das eigentlich dasselbe. Und der Gegner, wirklich, ich habe 4, 5, 100%ige Chancen, wo ich ohne Time finde. Aber es ist aus 5, 6, 7 Meter mit Ronaldo. Er schießt den Torwart an, er schießt daneben, er schießt gegen die Latte oder gegen Pfosten. Da habe ich einen Time Finish noch gemacht, der gegen den Pfosten, der Ball baut zurück, der Torwart liegt auf dem Boden. Mein Spieler muss sozusagen nur noch, ja, aufs leere Tor schießen. Er schießt ihn einfach daneben. Er schießt ihn einfach daneben. Ja, moin. Wie macht der Gegner 2 Tore? Er läuft in die Linien lang, flankt rein. Mein Abwehrspieler springt einfach vorbei, er köpft ihn rein. Dann macht er nochmal dasselbe, läuft wieder die Linie lang, flankt rein. Ich will den Ball rausköpfen. Mein Verteidiger köpft genau den Gegner vor die Füße. Was ich meistens auch nicht kontrollieren kann, weil ich nicht dahin gelenkt habe. Er schießt ihn rein. Hätte ich das Spiel gewinnen können? Klar, klar hätte ich das gewinnen können. Hätte ich meine Time Finishes jedes Mal getroffen, hätte ich wahrscheinlich auch von 16 Schüssen und 11 auf Tor nicht nur ein Tor gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich es echt frech, dass, ja, dass einer diesen Stil spielt mit Park de Bass, dann die Linien lang und Flanken einfach effektiver ist als ich, der wirklich versucht in den Strafraum reinzuspielen und dann aus 7 Meter meine Schauerin schießen kann, weil ich auch da keine Zeit habe für Time Finish. Nichtsdestotrotz, Freunde, wie gesagt, ja, versuchen wir das Beste raus zu machen, aber sowas darf ich eigentlich nicht verlieren und auch nicht liegen lassen, diesen Sieg, weil wenn ich Elite erreichen möchte, muss ich momentan einfach jeden Gegner, ja, der wirklich auch schlechter als ich bin, besiegen. Weil später werden Gegner kommen, die sind einfach besser als ich. Ich bin momentan gar nicht in diesem Game drin. Ich bin nicht in diesem Game drin. Wenn ein halbwegs guter Gegner kommt, da habe ich meistens keine Chance mehr, Freunde. Auch wenn mein Team vielleicht ein bisschen besser ist, weil hier trifft man momentan auch nicht auf schlechte Teams. Man trifft auch wirklich auf starke Teams. Also, ihr habt das Gefühl, jeder zweite hat Cristiano Ronaldo. Aber, mal gucken. Kurzes Team-Update noch, also wie ich es finde. Courtois, muss ich sagen, ist einfach schlechter als Deria. Er ist so ein, ja, er ist zwischen Genie und Wahnsinn, ja. Manchmal macht er so richtig kranke Saves und dann macht er richtig dumme Box. Verstehe ich nicht. Lala finde ich sehr, sehr gut. Pace merkt man voll. Also, dass er wirklich schnell wieder hinten ist. Nur, der ist halt, wie ich schon vorher Probleme mit ihm hatte, er ist halt oft out of position. Dann haben wir Varane.
Und Manolas ist okay, ist noch nicht so krass was Schlechtes aufgefallen. Alessandro sowieso stabil. Und ich muss sagen, die zwei größten Game Changer sind einmal Kanté und Mahrez. Kanté ist echt Maschine. Also der ist immer da, wo er sein muss. Also ich sage ja immer, dass meine CDM-Spieler nicht nach hinten laufen. Er ist einer, der ist schon entweder hinten oder er läuft von automatisch nach hinten. Weil, glaube ich, ein Matuidi mit hoch Arbeitsreiter läuft nicht von automatisch nach hinten. Ich werde ausgekontert. Ich sag, Bro, ich werde ausgekontert. Komm nach hinten. Du musst automatisch nach hinten laufen. Er joggt so. Ja, ich schaff das schon gleich. Ich schaff das ohne mich. Kanté ist einer, der rennt um sein Leben. Und deswegen finde ich, der ist echt ein krasser Game-Changer. Und was ich sagen muss, mir gefällt momentan im von Mahrez, der wirklich für 190.000 günstig ist, während Black Friday, glaube ich, sogar für 130.000, 140.000 zu kaufen war. Besser als Neymar. Neymar ist nicht schlecht. Ihr seht, die Stats sind gut aus. Er hat 1:1 Torbeteiligung. Neymar, Mahrez fast das gleiche. Aber ich muss sagen, wüsste ich nicht die Preise, wüsste ich nicht ihre Gesichter, würde ich sagen, ich würde lieber Mahrez nehmen als Neymar. Also das ist eine Kaufempfehlung. Wenn ihr zum Beispiel eine Premier League Mannschaft habt, probiert ihn mal aus. Ich finde ihn echt heftig. Geiles Dribbling, geiles Schießen, geiles Stellungsspiel. Ich finde ihn echt cool. Und dann noch 4-Star, 5-Star. Ist schon heftig. Und dann werde ich gleich mit euch zusammen das erste Spiel mit Sokrates machen. Ich bin gespannt, wie er sich spielen lässt. Ich werde wahrscheinlich wie immer die 4-2-2 spielen und ihn dann mit Ronaldo im Sturm spielen. Weil ich glaube, ja, auf den Außen, also als ZOM, braucht man ein bisschen mehr Pace, aber ich schau mal, vielleicht könnt ihr mir ja schreiben, ist er vielleicht als ZOM auch nicht so schlecht, ich weiß es nicht. Und ich sage, schnack ich nicht so lange, wir gehen in das 9. Spiel und ich hoffe, wir können nochmal, ja, einen Sieg rausholen. So, Freunde, der erste Gegner hat, wieder ein sehr starkes Team mit Ferdinand, bereue ich ein bisschen, dass ich den echt nicht gemacht habe. Sonst Neymar, Mbappé, Griezmann, also ein starkes Team, aber halt nicht so stark wie meins. Nichtsdestotrotz, Freunde, jetzt kommen eigentlich fast nur noch Brocken. Let's go. Oh mein Gott, Alter. In den Gegner rein, in den Gegner. Freunde, ich bin nicht in den Game drin, Alter. Oh. Was soll ich machen, Freunde? Ich bin nicht in diesem scheiß Game drin. Ich bin nicht in diesem scheiß Game drin, Digga. Ich verkack einfach jedes Spiel momentan. Was soll ich machen, Alter? Ich komm einfach nur gegen Freaks, Alter. Ich komm einfach nicht mehr gegen die an, Jungs. Ich komm nicht mehr gegen die an. Die sind einfach wirklich zu gut. Mir ist Sokrates! Ja, komm, wenigstens ein bisschen Sokrates testen. Auch wenn wir das Spiel vielleicht nicht mehr gewinnen werden, bis mal testen, was er drauf hat, der Junge. Komm. Alter, Latte. Aber er hat schon eine Maschine, der hat schon gute Schüsse, Alter. Ja, come on. Come on. Komm, Sokrates. Was eine Scheiße! Was machst du da, Sokrates? Digga, ich hab doch voll gut aufgeladen. Komm, da so ein Krüppelschuss. You kidding? Oh. Jo! Aber Ronaldo ist da. Was ist das für ein Comeback, Digga? Oh, einmal Formation geswitcht, Alter. Da läuft das 10-mal besser. Come on! Come on! Seite. Diesmal haben wir die Glück auf unserer Seite. Oh nein, du! Sokrates hin oder her, weil warum seht ihr jetzt nicht so viel von Sokrates? Weil er jetzt im ZM spielt. 4-1-2-1-2 ist es besser, wenn der im ZM spielt. Der passt am meisten da drin. Neymar passt nicht rein, Mahrez passt nicht rein. Er ist gut. Also ich muss sagen, Sokrates, auch jetzt, wenn er nicht so viel Aktion hat, er ist halt breit, ne, kann gut das Spiel aufbauen und nach hinten mitarbeiten. Vorne haben wir halt den Grisi. Was ist das für ein Comeback, Junge? 3 Tore da hinten gelegen, jetzt 4 Tore nochmal gemacht. Oh mein Gott. Ja, Manolas. Look at this. Guck dir die Maschine an. Oh, Mahrez,
Maschine, Digga, ich sag euch, probiert ihn mal aus. Er ist vielleicht nicht so krass wie ein Messi, aber wirklich, der ist sehr, sehr nah dran. Und ich sag euch, der gefällt mir momentan besser als Neymar. Oder mit, sagen wir so, mindestens genauso gut. Was eine Maschine, Alter. Hä? Freunde, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich lag 3-0 hinten. Okay, das ist auch das erste Spiel an diesem Tag. Ich war vielleicht nicht eingespielt, ich weiß nicht warum, aber dann hat es auf einmal geklickt. Und ja, ich bin mir sicher, dass die in der 4-2-2 gespielt. Und ja, dadurch konnten wir halt, dass wir jetzt auch die 4-2-2 eingestellt haben, ist ein bisschen kontern. Und das sieht nach einer Domination in der zweiten Halbzeit aus. Also das sieht ja krass anders aus. Vielleicht muss ich auch im nächsten Spiel auch in die 4-2-2 mal gehen. Ist nicht schlecht. Dann würde ich sagen, ja, ab ins nächste Spiel. So, Freunde, Match Nummer 2 für dieses Video. Spiel Nummer 10 in dieser Weekend League. Wie gesagt, Team sieht nicht Bombe aus, ja. Nichtsdestotrotz, vor diesen Spielern habe ich am meisten Angst, weil die rasieren dann mit Skills. Ich werde wahrscheinlich wieder mit der 4-2-2 reingehen, deswegen werdet ihr wahrscheinlich nicht so viele gefährliche Highlights von Sokrates sehen. Aber es hat eben gut geklappt. Warum nicht nochmal ausprobieren? Oh, come on! Und ich fall wieder auf die dümmsten Tricks rein. Guck mal, so dumme Sachen, da darf ich nicht drauf reinfallen, Mann. So! Oh, am Ende des Tages, ohne Scheiß, ist einfach unser Goal-Scoring-Machine Cristiano Ronaldo, weil der finisht die Dinger, Alter. Digga, das ist ein voller Chancentod, Sokrates! Elfmeter! Puh! Das ist, keine Ahnung, was der Gegner hat eigentlich nichts gemacht. Ich weiß nicht, das sah nicht nach Tackle aus. Der stand einfach hinter mir. Ronaldo ist gefallen. I take that, man. I take that. Look. I don't know, das ist kein Elfmeter, aber wir schießen Lala. Am Ende des Tages. Elfmeter, wo steht denn da? 99 Elfmeter? Digga, da muss er Sokrates schießen. Let's go! Maschine! Come on, Sokrates! Latte, Sokrates, komm! Oh. Komm mal, du Idi! Komm, irgendeiner! Oh, Mann, Alter! Och, Mann! Ja! Ich weiß nicht, warum die ganzen Time-Finishes nicht rauskommen, aber diese Schüsse habe ich die letzten Tage, Wochen viel zu wenig gemacht. Einfach First Time muss viel öfter rauskommen. Am besten natürlich mit Time-Finish. Bitte kein Abseits. Let's go, Neymar on fire, Mann. Das ist ein Doppelpack, ne? Let's go! So gerade ist fucking Maschine, Alter! Holy shit! Maschine, Digga! Okay, ich sehe, so gerade ist. Da zeigst du ein bisschen, was du drauf hast. Jetzt geht er raus, Freunde. Jetzt geht er raus. 2 Tore von Sokrates, 2 von Neymar, 2 Torvorlagen und 1 Tor von Ronaldo. Also, Team läuft schon. Also, ich muss sagen, Sokrates hat schon hier in diesem Spiel ein bisschen gezeigt, was er drauf hat. Auch im ersten Spiel war er nicht schlecht, hat auch ein Tor gemacht. Also, 9-1, theoretisch müsste ich 10-0 stehen, Freunde. Jetzt ohne überheblich zu wirken oder irgendwie dies, das. Ich muss die ersten 15 Spiele halt wirklich gut abliefern, weil später gegen die Guten habe ich momentan mit meiner Taktik, mit meinem Playstil, mit diesem, ja, Gameplay, einfach keine Chance gegen die ganz Guten. Da bin ich doch ehrlich, Freunde. Und jetzt, bevor Leute sagen, ey, mit so einem Team muss doch Elite erreichen. Ich muss gar nichts, Leute. Ich muss gar nichts, weil was ist besonders an dieser Serie, an diesem RTG-Team? Das zeigt, dass ein Gold 1 / ab und zu Elite 3 Spieler, ja, also ein, sag ich mal, ein Semi-Guter. Ich würde schon Gold 1 als überdurchschnittlich gut bezeichnen, aber nicht als, ja, wie gesagt, Elite, ja. Aber es ist nicht schlecht, Freunde. Ich zeige euch gerade hier, wenn man okay spielen kann und Trading
einigermaßen kann. Was wirklich nicht schwer ist. Ich zeige euch die ganz einfachen Methoden. Überteuert verkaufen, SBCs, Verkäufe. Einfache Investition wie 83er, 84er, High-Rate-Spieler, jetzt hat es nicht so gut geklappt wegen, ja, ihr wisst schon warum. Informs, Bronze-Pack-Methode, es gibt so viele einfache Methoden, die ihr wirklich nachmachen könnt. Und ich zeige euch, dass ihr ein 6-Millionen-Team mit ein bisschen Pack-Luck, ja, zieh mir von mir aus Ronaldo ab. Normalerweise wäre hier kein Ronaldo, aber ohne Ronaldo wäre das Team ja immer noch nicht schlecht, Freunde. Aber jeder hat irgendwo ein bisschen Pack lang. Guckt, also jetzt ohne Shots rauszuhauen, guckt euch mal das Team von FGU Julius an. Er ist ein konstanter Elite-Spieler. Also der hat, glaube ich, einmal Gold 1 geholt, sonst jedes Mal Elite 3, 2 oder jetzt letzte Woche sogar Elite 1. Und guck mal, wie sein Team aussieht. Das sieht einfach 10-mal schlechter aus als meins. Obwohl ich ein Gold, ich glaube, 6-mal Gold 1 erreicht habe dieses Jahr. Und das zeigt, wie stark Trading sein kann. Wie viel Münzen ihr, weil der hat auch irgendeine Tabelle, da hat er mir auch gezeigt, der holt ungefähr aus der Elite zwischen 100.000 bis 190.000. Also um den Dreh holt er Münzen raus. Aus Gold 1 hole ich meistens auch 100.000 raus. Das heißt, dieses Trading, ja, zum Beispiel über Black Friday, Cyber Monday, habe ich ja 800.000 nur durch Trading gemacht. Dann seht ihr ein Verhältnis, wie krass Trading dir Münzen bringt zu Weekend League. Wenn du es beides natürlich kombinieren kannst, dann ist es geil. Und ich bin ja einer, der auch natürlich, ja, gerne Weekend League spielt und auch mit meinem bestmöglichen Team reingehen will. Ja, deswegen könnte ich so theoretisch jetzt wie alle, ja, jetzt wäre zum Beispiel echt ein guter Zeitpunkt, glaube ich, sein Team zu verkaufen und dann, wenn Footmas kommt, je nachdem, was sie bringen, werden viele Spieler sinken, dann wieder einkaufen. Aber ich mache das nicht, weil ich will einfach zocken. Ich will zocken und traden mit den Möglichkeiten, die ich dann noch nebenbei habe, weil die Münzen, die ich jetzt wieder einnehmen werde, werde ich wieder in Investitionen stecken und weil da die nächsten Upgrades in diesem Team wären teuer, ja, das wäre zum Beispiel ein Matuidi oder ein Sokrates zu Cruyff, ja, also ihr seht, man braucht da Minimum eine Million und deswegen werde ich die restlichen Münzen, die ich jetzt wieder irgendwo hier und da einnehmen werde, beziehungsweise wenn ich hier jetzt die High-Rated-Spieler verkaufen sollte, habe ich auch wieder fast eine Million, glaube ich, dann habe ich auch Münzen und könnte upgraden oder weiter investieren. Deswegen, ja, vielleicht kommt auch im nächsten Video mal wieder ein paar Tipps für Footmas. Ansonsten, Freunde, schreibt mir mal in den Kommentarbereich, lohnt es sich, Rückblick Boateng zu holen? Sieht nicht schlecht aus. Ich könnte ihn für 90.000 mitnehmen. Der kostet, glaube ich, momentan 130.000. Ich habe ungefähr 40.000 Untrades, also mit Insigne, mit Vidal und andere 83er. Könnte ich für 90.000 mitholen. Könnt ihr mal gerne schreiben, ob sich das lohnt für 90.000. Man kriegt ja auch okay Packs. Würde mein Fitness-Team spielen und wahrscheinlich als Sub dann reinkommen. Aber ich bin mir nicht sicher, Freunde. Ich habe momentan eh nicht die Münzen. Ja, 90.000 habe ich eh jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wie lange der noch geht. Könnt aber trotzdem schreiben. Und dann hoffe ich, ihr seid zufrieden, dass ich Sokrates geholt habe. Wie gesagt, ich bin in den ersten beiden Spielen mit ihm zufrieden, Freunde. Er ist schon, ich sehe schon, er ist schon eine Maschine. Er ist nicht der beweglichste. Aber es könnte so ein ähnlicher Stil wie Ronaldo sein, Freunde. Ein ähnlicher Stil so, ja. Vielleicht nicht der beweglichste, aber dafür abschlussstark. Körper ist sehr stark. Und ja, 1,92 ist ja auch nicht ohne. In der Luft muss ich vielleicht mehr crossen. Dann würde ich sagen, was das vom heutigen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, RTG, ja, geht gut los, geht gut weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.